Es ist laut, emotional und spannend. Welches Team holt sich den Titel? TuS Lichterfelde oder Alba Berlin? Aktuell liegt Alba mit 63 zu 48 in Front. Doch wer denkt, das würde reichen, liegt falsch. Denn bereits einen Tag zuvor gewann TuS das erste Finale mit 69 zu 49 und daher muss Alba mit mindestens 20 Punkten mehr gewinnen. Es bleibt also aufregend. Beide Teams geben sich keine Blöße, mal ein Treffer für die Mädchen aus Lichterfelde, danach wieder Punkte für Alba. Die letzten Sekunden laufen und jetzt ist Schluss. Die Spielerinnen von TuS hält nichts mehr auf ihren Plätzen. Tränen fließen vor Freude. Sie haben es wieder einmal geschafft. Ich bin einfach super stolz auf unser Team und das ist ein mega Gefühl zu gewinnen und ja, war einfach mega klasse. Es war eine lange Saison in der weiblichen Jugend, die mit der Vorrunde begann. Darauf folgte das Playoff-System mit dem großen Finale. Sowohl die U14, U16 als auch die U18 spielen ihre Meister in der Turnhalle der Brøndby-Oberschule aus. Ausgerichtet wird der Saisonknaller vom Berliner Basketballverband und der Basketballallianz Süd-Südwest. Wir konnten hier wieder wunderbare Spiele sehen auf sehr intensivem und energiereichem Niveau. Das freut uns natürlich als Berliner Basketballverband sehr. Ungefähr 20 Kilometer entfernt ermitteln die U14-Jungen in der Max-Schmeling-Halle die beste Mannschaft der Stadt. Hier kommt es zu einem besonderen Duell, denn schließlich treffen beide Teams des Ausrichters Alba Berlin aufeinander. Es wird sehr interessant, wir haben die ersten drei Hinspiele quasi, also das wäre jetzt das vierte Spiel gegen die. Wir haben drei gewonnen, aber heute fehlen zwei unserer besten Leute, wird sehr schwer. Ich hoffe, wir geben unser Bestes. Mit einer aggressiven Verteidigung und einem schön anzusehenden Teambasketball erspielt sich Alba Berlin 2 bereits zur Halbzeit eine 36 zu 28 Führung. Diese bauen sie anschließend kontinuierlich aus, sodass sie sich am Ende über einen 74 zu 66 Erfolg freuen dürfen. Zu den Gewinnern des Tages zählt auch die erste Mannschaft der Basketballgemeinschaft Zehlendorf, die im Spiel um Platz 3 den TuS Lichterfelde 1 mit 88 zu 60 schlägt. Jetzt dürfen sie bei der überregionalen Meisterschaft ihr Können unter Beweis stellen, da Alba Berlin lediglich nur mit einem Team antreten darf. Es kommen halt immer sehr viele Leute zugucken. Das ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, wenn man hier spielt und so viele Leute zuschauen. Und man hat sich ja auch über die Saison hart erarbeitet. Es ist geschafft. Diese Mannschaften sind die Nummer 1 der Hauptstadt. Die Endspiele der Korbjägerinnen und Korbjäger sparten an nichts. Spannung, Stimmung und Inszenierung.